Hey Leute, willkommen zu meinem Video zu Rocket League. Einmal im Monat Rocket League Subreddit. Es ist soweit, ich will keine Zeit verlieren. Erster Post ist ein Clip von Zen, der ja aktuell als bester Spieler aller Zeiten gilt. Ja, im Tennis Tor. Letztens auch auf ein Video reagiert, wo so die besten Tore von Zen drin waren. Ja, und mein Take dazu ist immer noch, der ist Stand jetzt anscheinend der Beste. Wartet mal so 1 bis 3 Jahre. Und dann guck mal, wer dann der Beste aller Zeiten ist. Ich verspreche euch, es wird jemand anderes sein, außer Zen. Es geht halt einfach im E-Sports-Bereich so schnell. Ich hatte eine Möglichkeit, mein Ticket zurückzubekommen. Ich konnte die Hälfte des Felds nicht sehen. Habe ich irgendwie noch nie drauf geachtet. Aber ja, da gibt es Sitze. Aber so schlecht ist der Platz hier gar nicht. Du kannst ja vielleicht irgendwie rechts, links am Pfeiler vorbeigucken oder so. Vielleicht ist der ja sogar von einer Seite durchsichtig. Man wird es nicht erfahren. Wir liegen 4 Tore zurück, lass uns weiterspielen. Nein, wir sind 1 Tor weiter hinten. Aufgeben ist es sinnlos. Wir sind nur 4 Tore hinten, lass uns weiterspielen. Ich bin irgendwo in der Mitte, ehrlich gesagt. Also bei 1 Tor aufgeben, stupid. Sollte man nicht machen. Bei 2 Toren kann man, finde ich, aber schon mal überlegen aufzugeben. Und bei 3 ist es, finde ich, akzeptabel aufzugeben. Obwohl du natürlich auch 3 Tore drehen kannst. Aber ist halt die Frage, wenn du es nicht drehst, hast du einfach 5 Minuten keinen Spaß. Und dann kannst du, finde ich, lieber aufgeben nach 2 Minuten. Und dann halt die 3 Minuten, die du keinen Spaß hast, eine andere Partie gehen und damit vielleicht Spaß haben. Wir haben ja nicht unendlich viel Lebenszeit. Wie kann man jeden einzelnen Rocket League-Spieler ausfaken? Okay, ich sag jetzt, was es ist. Das ist kein Video, das ist einfach nur ein Fake-Link. Wenn ich da draufklicke, wird das Bild einfach größer. Das ist ein Bild und kein Video. Ja. Also ich wurde nicht gefaked, aber ich wusste, was es sein soll. Deswegen akzeptiere ich Einbrecher, wie sie um 3 Uhr nachts in mein Haus einbrechen. Sie wissen nicht, dass ich gerade 10 Rangspiele am Stück verloren habe. Ja, eins noch, bis man gewinnt. Und dann gewinnst du eins und denkst dir, ja gut, jetzt noch so lange, bis ich verliere. Und dann ist einfach die Nacht scheiße. Hatte ich zum Glück lang nicht mehr in Rocket League, aber in anderen Spielen kenne ich das auch. So, die Standard-Kickoff-Rotation. Einer geht zum Ball im 3 gegen 3, der andere geht zum großen Boost dahinter und der andere pusht vor. Kann man sich merken, relativ logisch. Weiß jemand, was mit Sunless los ist? Sunless Stories. Ja, Sunless hat einen neuen Kanal gemacht, wo der über Geschichtsthemen redet. Der hat, glaube ich, jetzt da inzwischen so 4-5 Videos über Napoleon gemacht. Meiner Meinung nach ein bisschen Fehler, den verlinkt zu haben. Weil viele Leute werden jetzt abonnieren, weil sie sagen, oh, ich mag Sunless. Aber wie viele von den Leuten interessieren sich wirklich für Napoleon? Das heißt, der wird dann da ein paar Abo-Leichen haben. Es ist theoretisch besser, dass wenn du einen neuen Kanal machst und der ganz anders ist vom Thema, dass du den nirgendwo bewirbst. Quelle, ich stehe mit ein paar YouTubern in Kontakt, die schon wirklich dutzende Kanäle von 0 auf 100.000 gepusht haben. Und die haben mir gesagt, dass es wirklich ein Hindernis ist. Ich meine, möglich, aber unrealistisch, aber möglich. Früher war das tatsächlich ein bisschen häufiger so, dass du einfach Partien hattest, wo 2 Leute einen furchtbaren Ping hatten, also halt du und dein Teammate, und die Gegner hatten einen guten Ping. Da würde ich sagen, das war vielleicht irgendein Hack, Glitch, whatever, aber inzwischen kommt es halt seltener vor. Aber damals war es tatsächlich häufiger so. 3-Team-Arena-Konzept würdest du spielen? Das Konzept ist, glaube ich, so alt. Das gab's noch, da hat Rocket die Geld gekostet. Ja, würde ich nicht spielen. Also ich würde es einmal spielen, aber dann wäre auch schlicht im Schacht, weil ich sehe nicht, wie das super spaßig sein kann, ehrlich gesagt. Weil wenn ein Tor gemacht wird, wer kriegt den Punkt? Die 2 anderen? Okay, dann verbünden sich in jeder Runde immer 2 gegen 1. Das Einzige, wo das gehen würde, meiner Meinung nach, wäre vielleicht ein umgedrehter Modus. Das heißt, du hast einen Modus und in der Mitte des Feldes spawnt nicht ein Ball, sondern halt vielleicht 3, 4, 5 Bälle. Und du kriegst einen Punkt, wenn du ein Eigentor machst. Das fände ich noch ganz nett, aber das wird zu viel Innovation erfordern. Deswegen, das wird nicht passieren. Aber ist so ähnlich wie der Modus in Fall Guys. In Fall Guys gibt es einen Modus, der tatsächlich so funktioniert. Aber wird nicht passieren. Du kannst das Spiel nicht ernst nehmen und in Regel Nummer 1 bleiben. Ja, heute spielt ernst nehmen. In Profiturnier, ja, Profis halten sich an Regel Nummer 1. Ein Best of 7. Regel Nummer 1. Ja, wird gehalten. Also machen nicht alle, aber die meisten Profis, die appreciaten das 1 gegen 1. Ja, die meisten Profis halten sich daran. Regel Nummer 1. Ja, und aufgelöst. Oh, dann machen sie, okay. Die gehen da die Extrameile. Ich hätte das nicht gemacht. Die gehen da wirklich die Extrameile. Es geht für die ja um Geld bei diesem Turnier, ne? Es geht um alles. Die könnten auch ihre Platten. Ja, gut. Competitive Dropshot ist wieder. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber es rotiert ja jedes Season. Letzte Season war Snow drin, jetzt ist Dropshot wieder drin. Rocket League beleidigt und sie haben mir geantwortet. Dieses Game ist Arsch. Danke dir. Ist ja auch nichts. Würde es zu viel Sinn machen, einen sandigen Boden zu machen? Gibt Rocket League keine falschen Ideen. Wir haben jetzt ja den Aquadome gekriegt mit Gras. Im nächsten Update werden wir den Aquadome haben mit Sand. Und dann wird das die große Innovation sein. Und der Community Manager weiter wird da stehen und sagen, hey,
Was wollt ihr denn haben? Leute wollten doch Sand haben. Haben wir doch gemacht. Wir machen nur das, worauf ihr Bock habt. W Mousepad oder Quinn? Ich glaube, weder noch. Ist einfach ein okayes Mousepad. Hätte ich jetzt gar nicht so eine starke Meinung. Aber sein Schreibtisch wirkt sehr aufgeräumt auf diesem Bild. Content Creator und gute Spieler. Ich kann ein Flip Reset. Ja, das hier ist auch ein Repost. Habe ich schon locker 1000 Mal gesehen. Müssen wir nicht drüber reden. Aber Glückwunsch an die Goldspieler, die ein Flip Reset können. Und ich bin sicher, der Flip Reset ist genauso gut wie der Flip Reset von den Profis. Mindestens. Falls ihr beide neu seid, könnt ihr uns auch mal sehr gerne ein Abo lassen. Wir helfen dazu schon von diesem Video. Habe ihr abonniert, ihr braucht einen Creator-Code. BadeYPSMT. Zen bricht Regel Nummer 1. Macht dann instant ein Eigentor. Jo. Oh. Er macht im 3 gegen 3 ein Eigentor? Alles, was der macht, wird so hoch gehypt. Kann der Clip noch länger gehen? Er macht nicht absichtlich ein Eigentor, ne? Das ist das. Ne, okay. Also wirklich, Zen könnte husten. Und dann wäre hier ein Clip mit 2000 Daumen nach oben. Zen hustet. Es gibt noch andere Profis, die gut sind. Und im Vergleich zu Zen hat Daniel auch einiges schon gewonnen, wenn wir da mal gucken. Nachdem er nicht mehr bei Space Station Gaming war. Platz 1, Platz 1, Platz 1, Platz 1, Platz 1. Und Zen, Platz 5, Platz 2, Platz 3. Ne? Was ist denn mit Daniel los? Wo ist der Daniel-Respekt? Ich habe hier nicht den Clip gesehen, von wegen Daniel hustet. Nachvollziehbar oder habe ich es verloren? Der spielt mit einem Joystick. So Joysticks ja immer ziemlich cool, ehrlich gesagt. Aber es gab halt, also, gibt es halt nicht so richtig viele Spiele, wo man das nutzen konnte. Teammate könnte ich den Ball passen, wenn ihr genau hinter euren Teammates seid. Wenn diese Kinder lesen könnten, wären sie sehr sauer. Da kannst du, glaube ich, sogar auch Grandchamp-Spieler reinnehmen. Ich glaube, auch Grandchamp-Spieler machen das nicht immer perfekt. Ich meine, passender wäre es ja halt, wenn da stehen würde, dein Teammate kann den Ball nicht zupassen, wenn du in die eigene Hälfte gehst, um dir Fullboost mitzunehmen. Weil das ist viel häufiger mein Problem. Okay, das, was hier steht, lese ich mal nicht vor. Das ist sus. Der Unterschied ist, als du damals gespielt hast, als das Spiel noch Geld gekostet hat, da war der Dominus ein gratis Auto. Aber ich glaube, für Leute, die das Spiel spielen, seit es kostenlos ist, ist der Dominus nicht mehr ein gratis Auto. Und deswegen kannst du ihn dann da in Kisten kriegen. Ist doch so, ne? 2 Dominus-Posts nacheinander. Weird. Eine verpasste Möglichkeit mit dem Lightning McQueen-Wagen. Ich finde, Lightning McQueen, den wir haben, ist ganz cool, aber es geht um den Mund. Worum geht's? Um die Designs, ne? Ich finde, die Designs, die wir haben, sind ganz nett. Mit genug Support kannst du ein echtes Lego-Set werden. Ist das so bei Lego, dass wenn du ein Design machst und Lego sagt, ah, das ist cool, dann machen die das in echt? Die bräuchten halt die Rechte von Rocket League dafür, ne? Erstmal ein Entwickler, ein Diamond. Und einmal Discord Legend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde nicht Discord Legend annehmen. Wenn jemand zu mir ankommt und sagt, ey, ich kann den Titel Discord Legend geben, will ich nicht. Ich will auch nicht einen Discord-Mod haben. will ich nicht. Ich habe ein paar Silber-Spieler in Champion 2 letzte Nacht besiegt. Danke, Psyonix. Ja, waren beides Silber. Das war doch einfach ein Duo und einer war Silber, oder? Google-Übersetzer, strike again. Gratis per tutti. Knockout. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich bei der Hochzeit meiner Schwester. Ich in der Warteschlange für Season 14. Dropshot. Ich bin trotzdem sicher, Dropshot wird nicht so viel gespielt werden. Also halt mehr als der Snow-Modus. Aber ich glaube, so viel wird trotzdem nicht gespielt. Erster Flip-Reset, zählt das, okay? Mal bewerten. Ja klar, warum soll es nicht zählen? Okay, es gab einen Bug, dass man nicht spielen konnte. Nicht der flashigste Play, aber er ist stolz drauf, okay. Ist doch in Ordnung. Weiß nicht, ob das 1000 Daumen nach oben wert ist, aber ist ein okay, ist ein gutes Tor gewesen. Weiß einer, warum 2 Sky Blue Neon Bombs im Rocket Pass sind? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, jemand hat gepennt. Und hier der Beweis, der Rocket Pass hat ein Ende. Es gibt bis Level 286 und dann ist over. Und das ist erst, seit den Handeln ausgenommen wurde. Vorher, als noch Handeln drin war, ging es einfach endlos weiter und ging dann wieder von vorne los mit den Gegenständen. Aber jetzt hast du irgendwann alle Gegenstände und dann so. Warum macht ihr nicht einfach Goldgegenstände rein? Das verstehe ich nicht. Nick BMW, na gut, wurde halt mit künstlicher Intelligenz gemacht, ne? Sieht cool aus, aber ist halt faker als alles Mögliche. Ich wurde vom Spirit des Dunklen besessen, hä? Gut, hat ein Banger-Tor gemacht, kann man nicht sagen. Ich weiß nicht, ob der Titel vielleicht ein bisschen zu dramatisch ist. Ich mich für Demenz testen. Season 12 war er Champion 3, Season 13 war er Champion 2, Season 14 ist er Champion 1. Ist jetzt eigentlich nicht so ungewöhnlich, oder? Aber so sah es bei mir auch mal aus. Nur mein Peak war sogar noch höher. Mein Peak ist ja Champion 3, Liga 3. Und danach die Season, es sieht tatsächlich ähnlich aus wie bei ihm. Diamond 3 ist das Fortschand von Rock. Was soll das denn heißen? Meine goldenen Brüder. Die einzige Möglichkeit, wie wir Gold verlassen können, ist zu fliegen. Da würde ich sagen, stimmt. Also du kannst auch Gold verlassen, wenn du nicht fliegst, aber du brauchst halt ein bisschen mehr Game-Knowledge und das... Also, es ist leichter einfach zu lernen, hohe Bälle zu treffen. Warte, der ist nach... Okay. Hä? Wie kannst du denn nach Silber droppen? Ich habe mir jetzt den Anfang nur angeguckt, dachte, ja gut, ist noch okay. Aber von... Ich sag mal, ist ein Platin-Spieler, ne? Weil er war so... Von April bis Oktober war er ja ein Platin.
Aber dann der Fall nach Silber? Wie hast du den Season 14 Grandchamp-Titel gekriegt, in den ich in Season 14 Grandchamp war? Aber es ist noch gar nicht Season 14, es ist gerade noch Season 13. Bevor das Spiel kostenlos war, gab es auch schon Seasons und da gab es auch die Season 14. Actually mal ein Meme-Post, nicht einfach nur irgendwas Lames, okay? Ich hoffe, da war keiner drin im Auto. Ja gut, Ball war nicht ganz im Tor. Der muss mit einem vollen Umfang im Tor sein und kann auch sein, dass der auf seinem Bildschirm vielleicht im Tor war, aber im Server an sich war der nicht im Tor. Das kann auch immer sein. Das sind unterschiedliche Sachen. Es wäre inzwischen Arbeit, die alle zu öffnen. Alle anderen würde ich sagen, ja, okay, gut, scheiß drauf. Aber zumindest im Port würde ich aufmachen. Da kann ja was Cooles drin sein. Nie so sehr gepiekt wie hier. Ich bin Diamond 1. Okay, Clean, mach dann rein. Clean, let's go. Mr. Clean. Organisation wurde gesagt, dass das nächste große Event in Frankreich ist. Aber es ist eigentlich in Dänemark. Oh. Ja, gut. Es ist der Trend, der ja mit allen ist, was mit Sonic zu tun hat. Die können einfach nicht. Die können einfach nicht. Die können nicht mal simple Kommunikation. Oh, der hat einen Rocket League Ballkuchen gekriegt. Alles Gute zum 37. Geburtstag. Oh, das ist cool. Wer auch immer den gemacht hat, bitte umarme diese Person. Dreimal mindestens. Das ist ein sehr cooles Geschenk. Schreibe den Geruch. Rocket League Badesalz. Badesalz Badeset. Warte, ist das echt oder ist das mit künstlicher Intelligenz gemacht? Es sieht echt aus, ne? Es müsste nach Schweiß riechen, wenn es akkurat ist, ne? Ja, komisch, dass ich das mal sage. Aber würdet ihr das Rocket League Badeset benutzen? Ja oder nein? Warum kann ich an manchen Tagen so hoch klettern und verliere es dann am nächsten? Wait, das ist actually crazy. Wurdest du gecarried? Wie kann man sich denn als Diamond 3 Spieler nach Champion 3 spielen? Oder habt ihr eine gute Erklärung für diesen Grafen? Aber gut, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt einmal duschen mit dem Rocket League Badeset und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Leute, und ciao!